Einen wunderschönen zweiten Advent allerseits und willkommen zurück beim Adventskalender. Tja, da wir heute eine Adventssendung haben, gibt es was Besonderes. Und zwar heute gibt es eine kleine PE-Präsentation. Ja, wie ihr wisst, waren wir ja mit der Carina von der Bild-Zeitung. Ja, es war die Bild-Zeitung, in der Tat. Auf der Burg Runkel an der Lahn. Dort haben wir natürlich auch eigene Aufnahmen gemacht und eigene Dinge etwas erlebt. Ja, und die zeigen wir euch einfach in einem Zusammenschnitt für die heutige Adventssendung. Viel Spaß! Die Burg Runkel. Also ich muss sagen, es ist zugegeben eine meiner favorisierten Burgen überhaupt in Deutschland. Einfach aus dem Grunde, weil ich die schon von klein auf kenne. So als kleines Kind. Meine Eltern waren öfters in Runkel spazieren mit mir an der Lahn entlang und jedes Mal habe ich sie in die Burg geschleppt und mir jedes Mal dieselben Räume und dieselbe Umgebung angeguckt. Weiß nicht genau, warum das so ist, aber ich habe einen persönlichen Hang zu dieser Burg. Davon abgesehen ist sie super in Schuss gehalten, wird immer wieder restauriert, zum Teil ist sie bewohnt, nicht nur von dem Prinzen von Runkel, sondern auch von Mietern. Ich glaube, auf dem Bild, was ihr hier seht, dieser Fachwerkteil, da wohnen Mieter drin. Also ziemlich cool, würde mir auch gefallen. Und ja, es bleibt einfach meine favorisierte Burg. Aber deswegen sind wir ja nicht hier, zumindest nicht nur ausschließlich. Also kurze Geschichtsstunde für euch. Die Burg selber wurde das erste Mal im Jahr 1159 nach Christus erwähnt. Man geht aber sogar davon aus, dass sie noch älter ist. Gebaut wurde sie von den Herren von Runkel zur Sicherung der Lahnbrücke, die man auch sehr schön von der Burg aus sehen kann. Es gibt keine Gespenster oder Spuksagen über diese Burg. Das ist erstmal das Erste. Das heißt, es war ein Schuss ins Blaue für uns. Aber da wir dank Carina, der Reporterin von der Bild-Zeitung, die Möglichkeit hatten, eben die komplette oder einen Großteil der Burg, besser gesagt, die ganze Nacht für uns zu haben, wollten wir uns diese Chance nicht nehmen lassen. Ob irgendetwas dort vorfallen könnte oder würde, war halt eben Glückssache, wie man so schön sagt. Es gibt zwei oder beziehungsweise drei Erzählungen zu der Burg. Zwei davon stimmen, eine gilt als Sage. Und zwar, die erste Geschichte ist, dass im Jahr 1276 der Besitzer der Burg, der Siegfried der V., sein Vetter Heinrich den aus der Burg vertrieben hat. Die haben irgendwie sich über die Erbschaft gestritten. Und der Siegfried hat dann den Heinrich rausgeschmissen. Und der hat daraufhin, genau gegenüber, aus Trutz die Trutzburg Schardegg gebaut, die man gegenüber sehen kann. So, das andere ist, dass einer der Grafschaften oder der Grafen ein Pistolenduell wohl im Hof der Burg ausgefochten hat und das leider nicht überlebt hat. Und die letzte Sage, die geht mehr in die Richtung der Sage, ist, dass ein Vetter oder ein Verwandter Karl des Großen angeblich diese Burg gebaut hätte. Und zwar weit vor 1159. Darüber gibt es aber keine wirklich belegten Beweise. Gut, aber wir waren ja nicht da, um uns groß noch mit der Geschichte auseinanderzusetzen. Das war jetzt hauptsächlich zur Information. Wir hatten zumindest ein paar Namen, mit denen wir arbeiten konnten. Und ansonsten schauten wir, was da ist. Ganz zu Anfang trafen wir uns natürlich mit Carina, ihrem Freund, dem Stefan, und dem Fotografen der Bild-Zeitung, den Sascha, im Hof. Besprachen erstmal das weitere Vorgehen und das Erste, was natürlich gemacht werden sollte, da der liebe Sascha nicht die ganze Nacht bei uns bleiben konnte, waren ein paar Fotos zu machen. Und damit fing auch alles an. Interessanterweise fing es nämlich auch wirklich damit an, dass wir, während wir diese Fotosessions machten und unterwegs waren in der Burg, uns die bei Tag noch angeguckt haben und alles, dass wir da schon die ersten Ausschläge auf unseren Geräten verzeichnen konnten. Das K2 schlug ein paar Mal aus, das hatte Joey in der Hand. Und das Melmeter schlug auch zwischendurch ohne ersichtlichen Grund aus, womit wir da eigentlich noch nicht gerechnet hätten. Hier einfach mal die Ausschnitte. Wir arbeiten nur mit Bildern in der Regel. Oh, eben hatten wir sogar einen Ausschlag, ja. Wahrscheinlich von dem Blitz. Ja, das kann jetzt von dem Funk dann sein, ja, wenn der Funk
Obwohl, der reagiert nicht auf Funk. 2,9. Nee. 2,9? Ja. Der hat 2,4 GHz. Du hast gar nicht so groß bewegt, ne? Nee, ich hab so. Einmal her. Passiert nichts. Das ist jetzt ein blöder Ausdruck von mir, aber so sagen wir halt dazu. Wer hat denn hier aufgeschlossen? Sie? Das war schon 1,9. Allerdings sollten das auch die letzten und einzigen Ausschläge auf den Geräten sein, die wir dann feststellen konnten während der PE, obwohl die noch nicht mal gestartet hatte. Wie wir auch bei unserem Fazit am Ende gemutmaßt hatten, war es wohl so, dass man eventuell eher damit rechnen könnte, dass die Burg Runkel eher EVP-lastig war, als was visuelle Dinge angeht, also sprich die Geräte ausschlagen. Das stellt man auf Burgen und älteren Gemäuern öfters fest, dass mit diesen modernen Geräten scheinbar nicht so gern umgegangen wird. Wer weiß, vielleicht trauen die denen nicht oder so, halten das für Hexenwerk, wer weiß. Bevor wir zu den ganzen EVPs kommen, denn damit hatten wir tatsächlich recht, da gab es einiges, noch kurz ein paar visuelle Eindrücke, die die Kameras eingefangen haben, die nichts mit Geräten zu tun haben, aber die trotzdem zumindest erwähnenswert sind. Hier zuerst kann man sehen, dass Sandra hatte die Full-Spectrum-Kamera. Wir sind auf diesen Dachboden hochgelaufen und sie dreht sich zweimal nach rechts. Und beim zweiten Mal sieht es so aus, als würde ihr jemand direkt vor die Linse latschen. Ah, der gute alte Boy. Gell? Oh, euch Scheiße, Junge. Warte mal, gefährlich. Ja, ich bin auch schon einmal beinahe hier. Ich glaube, der Boden ist nicht ganz so verschwörungswürdig. Nee, ne? Die sehe ich doch schon sehr. Was? Alter. Unsinn. Da rein. Ja. Die riecht doch schon sehr. Was? Alter. Unsinn. Da rein. Interessant an der Aufnahme ist einfach, dass das Licht scheinbar geblockt wird von irgendetwas und dann auch die Taschenlampe des Kameramanns, also vom Sascha, diese Lichtblockade sogar scheinbar ein wenig durchdringt. Und deswegen haben wir es reingenommen, weil es einfach in dem Moment schon interessant ist, weil das Licht komplett geblockt wird und er blendet sozusagen auch rein, als würde er da hindurch scheinen. Natürlich war es in vielen Bereichen der Burg sehr staubig und deswegen haben wir natürlich einen Arsch voll Orbs aufgenommen. Die meisten kann man wirklich in die Kategorie Staub abstempeln, aber es gibt zwei, die wir zumindest interessant finden in der Bewegung, die vielleicht etwas anderes sein könnten als Orbs. Die zeigen wir euch mal. Die erste war bei einer EVP-Session in einer kleinen, entweder war es eine Einzelzelle oder es war ein Kapellenräumchen. Das ist auf jeden Fall ein ziemlich kleines, isoliertes Ding ohne Fenster. Und da sieht man in der Mitte etwas nach oben huschen, was nicht wie Staub oder ein Insekt aussieht. Schaut es euch selbst an. Das muss aber ganz schön ein Scheißraum gewesen sein, wenn man hier eingesperrt war. Der Full-Spektrum-Aufnahme ist es natürlich ganz schwer zu sehen, da oben in der Mitte. Aber da die nicht so orb-anfällig sind, könnte es tatsächlich was sein. Und hier hätten wir mit der Aufnahme der Jägerfalle noch einen sehr langsamen Ball, der nach oben fliegt, als Dennis kurz durch den Raum geht. Man kann es hier in der Mitte sehr gut sehen, wie es den Balken entlang nach oben geht. Könnte auch Staub sein, da die Jägerfalle einige Staubaufnahmen aufgenommen hat. Aber wir zeigen es halt einfach nochmal. Apropos Jägerfalle. Die hat sehr seltsame Fehlfunktionen aufgewiesen in der Burg Runkel. Also zum einen waren drei Dateien komplett defekt, die sich nicht öffnen ließen. Dann hatten wir Bildstörungen. Aber wir hatten auch ein paar interessante Stimmen da drauf. Und damit kommen wir jetzt mal rüber zu den EVPs und zu den ganzen Stimmen, die wir aufgenommen haben. Und fangen einfach mal mit der Jägerfalle an. Falle aus. Die Jägerfalle aus. Falle aus. Die Jägerfalle aus. Falle aus. Falle aus. Das ist nicht so ein Feind hier. Nee. Das ist nicht so ein Feind hier. Nee. Das ist nicht so ein Feind hier.
was gerade eben an der gehörten EVP so interessant ist, ist die Tatsache, dass wir öfters eine Stimme hatten, die Englisch gesprochen hat. Und wenn man im ersten Moment denkt, was macht eine englischsprachige Entität auf einer Burg in Deutschland, dann darf man nicht vergessen, dass eben auch viele Söldner auf Burgen beschäftigt waren, vor allem in der Wachmannschaft. Und vielleicht war dort tatsächlich ein englischsprachiger Söldner mal anwesend gewesen. Also es werden noch einige EVP-Clips kommen, die englischsprachig sind. Bei dem folgenden Clip, den ihr jetzt hier oben schon sehen könnt, ohne Ton, ist es interessant, da haben wir die Jägerfalle abgeholt aus einem Raum, den wir überwacht haben. Wie ihr gerade sehen könnt, hat es erstens seltsame Bildstörungen gegeben, dass man ja irgendwie springt vom Bild her. Aber das ist nicht das, was wir meinen, sondern am Anfang hört man etwas, das klingt wie eine Art Singen, als wir drauf zulaufen. Und bei ungefähr 8 Sekunden hört man noch ein Flüstern, das irgendwas mit Hey und den Rest ist nicht verständlich sagt. Hier nochmal der Clip mit Ton. So, kommen wir jetzt zu den Funden, Tonfunden, die wir auf der Full-Spectrum-Kamera hatten. Die erste Aufnahme, die ihr gleich sehen werdet oder hören werdet mehr, wurde auch in dem Bildbeitrag gezeigt. Da hört man ein Flüstern, das klingt wie Sanktum. Wir befinden uns zwar hier bei einer Weinpresse, aber nichtsdestotrotz waren wir im Kerkerbereich. Und Sanktum klingt zu, heißt zum einen heilig, aber auf der anderen Seite heißt Sanktum auch unschuldig. Also könnte es vielleicht in dem Zusammenhang stehen. Die weiteren Funde werden wir einfach per Text dann einblenden, was wir denken, was wir verstehen oder auch was nicht. Ja, also legen wir los. Immer noch 14. November 2015, Burg Runkel. Immer noch 14. November 2015, Burg Runkel. Immer noch 14. November 2015, Burg Runkel. Lahn, die hier so Geräusche macht, ne? Das ist jetzt hier der. Ja, ich nicht. Zu den nächsten Ausschnitten muss ich mich nochmal kurz zu Wort melden. Sorry to interrupt you. Und zwar in diesem Clip haben wir einmal etwas experimentiert und haben das sogenannte EchoVox benutzt, beziehungsweise die EchoVox App. Das ist eine herunterladbare App für Smartphones. Funktioniert ein bisschen wie der phonetische Modus des Ovilus. Um es ganz einfach zu erklären, es sind verschiedene Silben, die abgespielt werden und durch Beeinflussung, durch Elektromagnetismus, durch EMF, können diese Silben aneinander gehängt werden, um Sätze, Worte zu bilden. Wir haben damit ein bisschen experimentiert und haben auch ein paar Sätze rausbekommen. Einige sind ein bisschen so out of context, aber wir lassen es als Experiment stehen und zeigen euch einfach nur die Ergebnisse und ihr macht euch, bildet euch einfach eure eigene Meinung, so wie es immer am leichtesten ist. Was wir zum EchoVox selber meinen und zu den Apps, die man nun mal benutzen kann, dazu wird es nochmal eine extra Folge hier in dem Adventskalender geben. Also erstmal so viel dazu. Viel Spaß.
Andi, Stefan und Carina. Andi, Stefan und Carina. Andi, Stefan und Carina. Und diese höchst unfreundlich klingende Aufforderung, verpisst euch, hatten wir übrigens auch nochmal besser eingefangen, etwas später auf dem Audiogerät, was da an dem, der Säule lehnte. Hier der Clip. Vielleicht kannst du uns mal deinen Namen sagen. Hast du hier gearbeitet für die Fürsten? Hast du hier gearbeitet für die Fürsten? Reden Sie auf Englisch oder was? Ja. Reden Sie auf Englisch oder was? Ja. Und bevor ihr euch jetzt fragt, warum lassen die denn Magenknurren mit in den Clip reinlaufen, einfach aus dem Grund, wenn jemand Magenknurren hat, dann sagt er das normalerweise auch während einer EVP-Session oder Spiritbox-Session oder was auch immer. Und es hat keiner darauf hingewiesen, deswegen haben wir das Geräusch mit reingenommen. Hier sind nochmal Auszüge aus unserer EVP-Session aus dem Kerkerbereich mit dieser Weinpresse oder... wenn das überhaupt für Wein gedacht war. Vielleicht war es auch für irgendwas anderes zu pressen. Ist auch wurscht. Dazu kurz eine kleine Story. Als wir am Anfang dort reingelaufen sind, zusammen mit Carina und ihrem Freund, dem Stefan, haben wir auf den Sascha, den Fotografen, gewartet. Also Joy, Sandra, Carina, Stefan und ich waren hier unten, haben gewartet und dachten, Sascha kommt gleich. Und wir schauten zum Eingang. Das ist ein Gang, der reinführt. Und nach rechts ist zwar eine Tür, die ist aber verschlossen, da kann also eigentlich keiner langlaufen. Und es kam jemand vorbeigelaufen, bei dem es aber so aussah, als würde er auf der Mauer laufen. Und er lief einfach an dem Eingang vorbei, nach rechts weiter. Wir waren etwas verwundert, wir haben das alle gesehen. Und Joey ist wieder über die Balustrade geklettert und hat geguckt. Und da war niemand, die Tür war verschlossen, da ist niemand durch. Und Sascha war noch nicht zu sehen, der kam erst sehr viel später. So, das einfach nur, haben wir nicht auf Kamera, es lief keine Kamera zu dem Zeitpunkt leider. War aber ein interessantes Erlebnis und war auch schön, dass Carina und Stefan das miterlebt haben. EVPs haben wir hier bei der Session keine besonderen aufgenommen, bis auf ein seltsames Geräusch im Hintergrund,
das auch Carina und Sandra und auch Joey gehört haben, von dem wir uns aber nicht ganz sicher sind, was genau das war. Können aber Außengeräusche gewesen sein vom nahegelegenen Ort Runkel. Ja. Die berühmte Geisterstunde gibt es zwar nicht, aber es kann trotzdem sein, dass die momentan aus irgendwelchen Gründen zurückgezogen sind. Das hört sich an, Leute, wie ein Auto. Was? Ein Autoalarm. Ja. Ja, aber ich dachte eher. Oder so 1000 Kläffer. Ja, genau. Die berühmte Geisterstunde gibt es zwar nicht, aber. Es kann trotzdem sein, dass die momentan aus irgendwelchen. zurückgezogen sind. Wir haben übrigens mit der HD-Kamera auch ein etwas seltsames Geräusch bzw. Heulen eingefangen, das irgendwie klingt, wie man sich ein klassisches Schlossgespenst vorstellt. Allerdings, es war niemand im Turm in dem Moment und auch niemand von uns hat dieses Geräusch gemacht. Aber hört es euch einfach selbst an. Viel Pech, ja, also kann man nicht mehr machen. Ja, schon ziemlich komisch. Es klingt fast so, als wollte da uns irgendeiner verarschen im Tunnel, also beziehungsweise im Turm, aber da war niemand. Niemand hat so komische Geräusche gemacht, hat auch keiner so mitbekommen, war nur auf der Kamera drauf. Trotzdem etwas seltsam. Okay, kommen wir gerade zu dem kleinen Räumchen, von dem wir euch ja vorhin kurz schon den Ausschnitt mit dem kleinen, ja, eventuellen Orb gezeigt haben. Wie gesagt, das war irgendwie, entweder war es eine Isolationszelle oder wirklich eine Gebetsecke, das Ding hat kein Fenster. Ist ein sehr kleiner Raum, allerdings war da drin eine Lichtquelle montiert, weswegen es hier noch recht hell wirkt. Die habe ich dann später mit meiner Jacke abgedeckt. Dort haben wir erst eine Doppel-EVP-Session gemacht, Sandra und ich. Danach hat Sandra eine alleine gemacht und ich nochmal alleine. EVPs, muss ich sagen, keine besondere drauf. Wie gesagt, außer als ich die Einzel-Session gemacht habe, eben diesen Orb. Aber was anderes Lustiges ist erzählt. Und zwar, zeigen wir euch gleich im Clip, ich verlasse dann, nachdem wir die Doppel-EVP-Session gemacht haben, den Raum. Und die anderen hatten uns da drin eingesperrt mit der Tür, das geht, die hatten Riegel. Und als ich rausgehe, sage ich, ich mache die Tür nur bei, ich mache sie nicht zu und man kann auch sehr gut hören, dass ich sie nicht zumache. So, interessanterweise, als dann Sandra irgendwann fertig war mit ihrer EVP-Session, ihrer Einzelsitzung, versucht sie den Raum wieder zu verlassen. Ja, und dann passiert Folgendes. Wie du möchtest. Ist jetzt jemand hier? Die Tür geht nicht auf. Andi? Geht aber nicht auf. In der Tat. Warte mal, die geht nach innen auf, oder? Ach du Scheiße. Ja, okay. Komm raus. Der Andi hat doch die Tür offen gelassen. Ja, ja. Das Ding war ganz komisch geklemmt, das glaubst du gar nicht. Geh nicht auf. Okay, Sandra. Wo ist denn das Wellenmeter? Hab ich einstecken. Achso, okay. Das hab ich auch sehen lassen. Hier waren Joy und ich alleine in diesem Raum und haben eine kleine EVP-Session gemacht. Und das Einzige, was wir aufgefangen haben, ist diese weibliche Stimme, die irgendetwas sagt, was klingt wie, hier kommt das Salz oder sowas. In dem Kerkerraum mit diesem Hexenstein und diesem Fußreck ließen wir eine bewegungsaktivierte Kamera stehen und legten gegenüber das Geophon, das auf Erschütterungen reagiert, in der Hoffnung, dass es vielleicht mal ausschlägt. Das passierte allerdings nicht. Das Einzige, was die Kamera einfing, war, kurz nachdem wir den Raum verlassen haben, eine EVP. Und zwar folgende.
Diesen Clip könnt ihr nochmal eine tiefe Stimme hören. Am Anfang sagt sie was Unverständliches mit S und danach versteht man Such. Tja, und letzte kleine Tonaufnahme stammt, als wir uns ein bisschen umgesehen hatten, uns die uns zur Verfügung gestellten offenen Räume angeschaut haben. Da waren wir in einer Ecke, wo wir scheinbar nicht so erwünscht waren. Denn dort kam dann Folgendes. Ja, und damit sind wir am Ende unserer Präsentation der Burg Runkel. Wie wir dem Fazit, was wir euch am Ende noch zeigen werden, festgestellt haben, war es tatsächlich mehr EVP-lastig, weniger was direkte Reaktionen oder Interaktionen anging, zumindest während der offiziellen PE. Die Ausschläge am Anfang, die wir hatten, könnten eventuell darauf hinweisen, dass jemand die Geräte ausprobiert hat. Kann aber auch eben sein, dass es auch alles mehr sogenannt Residual Haunts waren. Sprich, dass in dieser Burg zum größten Teil Zeitschleifen ablaufen. Sowohl in Stimmen als vielleicht auch in EMF-Schwankungen. Viel wirklich Antworten haben wir nämlich nicht bekommen. Die meisten Stimmen, wie ihr gehört und gesehen habt, kamen während wir herumgelaufen sind, während wir selber gesprochen haben. Das Einzige, was ein bisschen aussteht, ist die Tatsache, dass aus dem Echovox teilweise wirklich wie Antworten rauskamen, die irgendwo Sinn gemacht haben. Allerdings können wir noch nicht hundertprozentig bestätigen, dass eben das Echovox auch wirklich hundertprozentig läuft. Deswegen bleibt das als Möglichkeit dahingestellt. Ansonsten danken wir Stefan und Carina, dass sie uns begleitet haben. Wir danken Sascha für die schönen Fotos, die er gemacht hat. Und beenden das Ganze mit unserem Fazit und noch einer kleinen Fotoreihe. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao. So, jetzt haben wir die PE hier auf Burg Runkel abgeschlossen. Als erstes Fazit muss ich sagen, es ist mehr passiert, als wir eigentlich noch am Aufbau und am Messen waren. Auch als der Fotograf noch da war, komischerweise. Da hatten wir hatten Schatten gesehen. Wir waren zu viert, oder? Mhm. Ja, zu viert. Ja. Also Carina, du, meine Wenigkeit, du und du. Wir da haben auf den Fotografen gewartet. Und es sah aus, als käme er durch den Gang gelaufen, kam im Schatten, da ist auch jemand gelaufen, da kommt er, und da kam niemand. Und dann haben wir geguckt, sind um die Ecke nochmal, und da war niemand, also Joey ist nochmal unten durchgekrabbelt. Und der war überhaupt nicht in der Nähe, das haben wir alle gesehen, war interessant. Wir hatten ein paar Ausschläge auf dem K2. Und auch eher das Gefühl, da gute Stimmung, da war was los, dann war der Fotograf weg und nichts war mehr. Irgendwie keine K2-Ausschläge, nicht ein einziges Mal mehr, kein Rampod. Also die Geräte an sich haben nicht reagiert. Wir haben natürlich trotzdem mehrere verschiedene EVP-Sessions gemacht. Wir haben Aufnahmen gemacht, wir haben Daueraufnahmen mit zwei Kameras gemacht und dem Geophon. Ob wir da was drauf haben, werden wir sehen. Das einzige Fazit, was ich jetzt erstmal hier sagen kann, ist, ob hier wirklich was ist. Vielleicht werden wir sehen, wenn wir die Aufnahmen haben. Ja. Bin ich mit einverstanden? Ja, ich auch. Okay. Dann kannst du ausmachen.